Hey. Ein bisschen schwierig gerade zu treffen. Ich hätte gerne einen Holzrahmen, bitte. Danke. Warte. Wir machen es nochmal so. Und jetzt können wir das Regal nach vorsetzen. Und da kann man jetzt zum Beispiel ein Lichtchen drauf machen oder so. Hier wollte ich gerne noch eine kleine Wand hinsetzen. Nicht allzu weit. Einfach nur irgendwas so drei weit. Nur die Hälfte. Hier wäre es jetzt gut zu wissen, wo ist die Hälfte. Ich brauche noch eins, bitte. Da, 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 da. So. Holztisch, polierter Holztisch. Okay. Da muss ich mal gucken, welches wann wir dann benutzen. Also, ob wir hier die ganzen geschnitzten Sachen, ob wir die dann nicht eventuell sogar ersetzen. Warte mal. Na, na, na. Herr Schreiner, ich brauche mal wieder Hilfe. Hilfe! So, Tische, Betten, Feuerstellen, talalala, Schränke, Regale. Wobei die schon ganz nett sind, ne? Von denen, die sind zwar auch gut, aber müssen wir mal gucken, ob ich die überhaupt brauche. Dann haben wir noch diese wunderschönen. Ja, da brauchen wir die Tischsäge, die haben wir gerade nicht. Da müssen wir dann mal gucken. Also zu ihr passt das Ding hier definitiv nicht. Wo es schon auch nett ist. Hier wollte ich doch das da haben. Ah ja. Genau nicht die Mitte, ne? Gerne halt so überlappend. Kleiderschrank. So. Ja, dass man sozusagen, wenn man hier reinkommt, hier kommt noch ein Teppich hin. Und dann kann man hier seinen Mantel aufhängen. Man muss sich jetzt hier einbilden, dass hier irgendwelche Haken an der Wand wären. Wir haben hier gerade keine. So. Wand. Mehr Fenster muss ich jetzt noch gucken. Ich weiß noch nicht, wo ich die hinhaben will. Stimmt das so? Stimmt so. Perfekt. Klein und süß. Mal gucken, hier kommt noch eine Treppe rauf, nach oben. Dann hat sie hier ihren Wohnbereich und oben einen Schlafbereich oder so. Mal gucken. Eigentlich hatte ich mir das auch ein bisschen anders vorgestellt mit dem hier, aber was soll's. Hier hatte ich allerdings jetzt eine neue Idee. Ich werde mir hier einen kleinen Vorbehang machen. Hier muss ich sowieso. Hier kommt ja noch ein Boden drauf. Drauf. Ne? Oh. Ich habe kein Holz mehr. Also hier drüber kommt ja unsere Wohnung und ich hatte überlegt. Wir werden es so machen. Ich werde mir einen Haken bauen. Dann gibt es hier vorne einen kleinen Überhang. Hier. Mit einem Haken. Und dann kann ich mich einfach hochhakeln. In meine Wohnung. Weil ich grundsätzlich. Ich habe es immer gern eilig. Und dann dachte ich mir so. Was soll's? Dann. Machen wir es doch so. Ich mache mir einen Haken. Und dann hakel ich mich jedes Mal hoch. Und muss keine Treppen benutzen, dann ist das alles sehr klein und fein und praktisch. Weil ich hab's immer irgendwie sehr eilig manchmal. Ne? Ich benutze dann immer keine Treppen. Ich hopse dann lieber irgendwo rauf. Ich bin halt ein Flummi. Was soll ich tun?
Gummihexe springt halt gern. Okay, dann brauche ich den da. Und dann brauche ich den passenden Stein dazu. Und das müsste der gewesen sein. Jo. Ist halt so meine Überlegung, ne? Dass man eben sich das alles ein bisschen schick macht. Es ist blöd, dass alles so, oh, so auf eine Seite geht. Und was zum Henker? Moment, dann ist das hier nicht der richtige Block gewesen. Moment. Du könntest auch damit machen. Moment. Edelte Steinblöcke. Ich glaube, ich mache mir da oben noch einen Rand damit. Und zwar. Nee. Ich glaube, ich werde da wahrscheinlich da noch was ändern müssen. Nämlich den Zierrand drunter und der kommt dann nochmal weg. Entschuldigung. Da habe ich einen zu viel weggenommen. Also nach einer Weile hat man es echt drauf, was das Zielen angeht. Ne? So ist es eine Übungssache, aber es klappt. So, das haben wir. Aber ich hätte es dann halt wirklich gerne. Oh! Das geht gar nicht anders. Ich muss das hier zulassen. Obwohl, es sieht nicht schlecht aus, ne? Es sieht halt nicht schlecht aus. Dann eben auf der oberen Höhe nur so ein kleines Dingelchen. Einmal so. Nee, eigentlich reicht die Hälfte. Ups, Moment. Oh, sag jetzt nicht, ich habe den falschen Block genommen. Ich habe den falschen Block genommen. Ach nee, ich darf nochmal machen. Ich wollte doch den Veredelten nehmen. Und stattdessen habe ich jetzt den anderen genommen. Nein. Oh nein. Okay, alles nochmal. Nochmal. Alles nochmal. Obi-Dobi-Spin. Obi-Dobi-Spin. Ei, ei, ei. Sorry Leute, kann sich nur um Stunden handeln, bis ich mal eingezogen bin. La 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 la. Dealen klappt heute nicht. Tut mir leid, Leute. Also wenn ihr jemanden sucht, der gut zielen kann, ja, dann seid ihr bei mir falsch heute. Und nicht nur heute. Immer. Immer falsch bei mir. Ah. Alles wird ja langsam. Nochmal dürfte der Fehler jetzt nicht passieren.
Denn doch habe ich meine Lektion noch nicht gelernt. So. Wie war das? Ich wollte erstmal das Haus für die Bäuerin machen. Jetzt baue ich an meinem Haus weiter. Nee. Jetzt müssen wir, jetzt stimmt's, jetzt passt das. So, und einmal so, einmal so. Und der Hacken muss dann in die Mitte. Beziehungsweise einmal noch so. Und so. Und dann kann man hier zum Beispiel noch eine Säule hinsetzen. Obwohl, das kann man ja dann noch ein Stück höher. Jetzt müsste es passen. Und dann Säulen. Und da hinunter. Ist ja immerhin das Lager, das darf ruhig ein bisschen schicker aussehen. Ja, cool. Herr Schmied, Herr Schmied, Herr Schmidt. Herr Schmidt. Ich bräuchte mal bitte einen Zuganker. Ich brauche dafür Metallplatten. Ups. Okay, hier haben wir schon mal ein bisschen Eisen. Das heißt, wir können schon mal ein paar Fenster machen, ein paar Eisenfenster. Die Eisentüren sind natürlich auch wunderschön. Aber ich persönlich bin eher... Das werden wir definitiv... Das brauchen wir für unser... Das brauchen wir dringend. Das, also, es tut mir leid. Ich lasse mich schon wieder ablenken, ich weiß. Aber diese Tür muss hierher. Das ist die Rathaustür. Das geht gar nicht anders. Das muss hierher. Hallo, das Menschlichkeitsteam. Ja? Rathaus. Rathaus braucht große, fette Tür. Riesengroße, fette Tür. Es ist schade, dass es kein angelaufenes Kupfer gibt. Dass man daraus so eine Kupfertürme machen kann. In Minecraft gibt es das mittlerweile. Vielleicht gibt es das hier auch irgendwann. So, Eisenbarren. Oder das ist Bronze. Da muss Eisenbarren hin, weil hier kommt Eisen hin. So. Na, wie geht's? Alles gut auf dem Freitag. Willkommen in meinem neuen Lager. Es ist noch nicht fertig. Es ist noch nicht voll. Und wir haben hier draußen noch ein paar Kisten, die dringend noch rein müssen. Aber ich habe im Moment keinen Platz dafür. Deswegen stehen die hier noch. Wir haben hier schon ein bisschen rumgegärtnert heute. Und ich bin eigentlich gerade dabei, das Bauernhaus zu bauen. Und ich lasse mich die ganze Zeit von anderen Dingen ablenken. Apropos. Bauernhaus. Das ist gerade nicht unbedingt das richtige Regal dafür. Das passt hier überhaupt nicht. Das passt hier vom Stil so gar nicht rein. So, das heißt also, die hier packen wir erstmal hier wieder rein. Das da muss ich mitnehmen. So, poliertes Zeug können wir auf jeden Fall nehmen. Apropos. Halt, hier. Arbeitsstation. Wir brauchen das Ding. Wir brauchen das Ding. Wir brauchen das Ding. Wir brauchen das da. Dringend. Vielleicht packen wir hier noch einen Eimer rein. Ein paar Kisten. Definitiv ein bisschen Geschirr. Ach ja, Teppiche. Ganz wichtig. Und diese Arbeitsstation machen wir vielleicht noch ein andermal. Warte mal, irgendwas wollte ich gerade noch. Stühle.
zum Mobiliar. Wir haben einen Stuhl. Ah nee, warte, wir haben noch ein paar mehr. Das sind die polierten. Okay, ja gut. Von denen können wir hier ruhig ein paar geben. Das ist kein Problem. Ich glaube, die hier können wir löschen. Dann kriegt sie ein solches. Schönes nachher. Sobald ich damit fertig bin, mit der Innen- und Einrichtung fertig bin. Ein bisschen Beleuchtung müssen wir ja auch noch machen. Aber jetzt kriegt sie erstmal hier noch ein Regal. So. Hier kommt die Kochecke. Genau hier. Das heißt, wir werden aus Stein, vielleicht sogar aus dem hier, aber den haben wir schon ewig nicht mehr benutzt. Nee. Oder? Doch, soll so. Okay, warte, dann haben wir hier unseren Knüffel. Den normalen. Da unten sieht er ganz gut aus. Und dann machen wir da drüber den hier. Wenn wir ihn richtig eingesetzt bekommen. Oh, perfekt. Perfekt. Und dann machen wir noch einen Deckel drauf. Und eins drunter. Eins drunter. So. Und dann kann man nämlich den da oben auch benutzen. Und den hier unten. Hoppala. Beziehungsweise man kann sich dann wunderbar davor stellen. Und das Ding kommt hier hin. Jetzt muss ich erstmal kurz vergleichen, die beiden Tische. Der sieht so aus. Und der sieht so aus. Ich finde, der alte hier passt besser hier rein. Die Frage ist, wohin? Hier so? Das ist cool, dass man die tatsächlich eher noch mehr drehen kann. Aber der passt hier nicht unbedingt hin. Und dann können wir hier noch ein bisschen Geschirr hinsetzen. Hier machen wir noch ein Lichtchen hin oder so. Mal gucken. Lichter. Licht ist definitiv ein gutes Stichwort. Moment. Licht. Und zu ihr passen halt Kerzen. Allerhand Kerzen. Ich bin ehrlich nicht wirklich ein Fan von diesen Glühwürmchen-Dingern, ne? Muss ich ehrlich gestehen? Da gibt's bessere. Dann machen wir mal ein Nachtlichtchen hier drauf. Eins machen wir dann hier hin. Aber halt. Ja. Und da. Ne, dass man hier so ein bisschen. Oh, der ist zu hoch. Dahin. So. Hier muss noch die Treppe hin. Hier muss noch eine Treppe hin. Damit die Dame auch in den nächsten Stock kommt. So. Überleg schon, ob man das hier noch ein bisschen kleiner machen muss, dass hier praktisch ein kleines Dach hinkommt. Und die Treppe halt, wie gesagt, kommt dann hier. Aber dann machen wir eine schöne Holztreppe. Aus unserem wunderschönen Edelholz.
Ja. Der Höhe ist nett. Ja, das sieht gut. Oh, halt, 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 halt. So. Drehen wollte ich das Ding. Nicht wechseln. Jetzt muss das nur irgendwie klicken. Ja. Das heißt nicht ganz. Das muss überlappen. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Wir haben es gleich. Noch ein Stück. Perfekt. So. Gut. Dann kann das der Zwischenboden rein. Hab's mir anders überlegt. Entschuldigt. Einen Moment. Das passt. Genau. Weil ansonsten haben wir hier nachher diesen Stein, diese Steinecke. Ich meine, die könnten wir theoretisch auch hochsetzen, ne? Mit Feuerstein. Dann machen wir hier nämlich unseren Schornstein hin. Ich hab's bald. Ich hab's bald. Hab das bald, ja. Ich bald. Man sieht das nämlich nicht nur von außen, sondern auch von innen ganz interessant aus. Warum es sich so schwer machen, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ah. Geht's aber jetzt nicht. Es geht. Es geht, es geht. Einen Moment. Und dann kommt man hier wunderbar hoch und fällt erstmal hier durch die Ritze. Genau, so muss das. Durch Ritzen fallen, macht Spaß. Mhm. So. Das sieht schäbisch aus. Hier müssen wir dann noch ein bisschen, na gut. Wenn wir erstmal die Wand oben haben, dann passt das ja auch. Im Moment sieht es nur ein bisschen schäbisch aus. Yes. Ich das jetzt durch einen solchen ersetze. Wie sieht das dann aus? Dann könnte man hier innen die Wand ein bisschen kleiner machen. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Kann jetzt nur ein bisschen dauern, weil das ist jetzt Pixelarbeit. Es tut mir leid. Oder nein, tut's nicht, weil es soll ja schön aussehen. Also machen wir hier ein bisschen, geben wir uns mal ein bisschen Mühe. Bin nur mal gespannt, ob man dann das Holz an der Außenseite sieht. Nö, ich glaube nicht. Das gefällt mir. Sieht er gut aus oder sieht er gut aus? Ich bin der Meinung, sieht gut aus. Dann wird das hier nach oben hin zwar ein bisschen schmaler. Aber ich sag mal, hat ja auch was, ne? Ich weiß nur noch nicht, wie es nach hinten dann aussehen soll. Aber ich glaube, nach hinten machen wir dann wirklich kein Fenster. Obwohl eigentlich eins müsste. Einfach nur für bessere Zirkulation, ansonsten stinkt nachher die ganze Bude nach Brot. Andererseits, wer mag sowas nicht, ne? Brotgeruch am Morgen im eigenen Schlafzimmer.
Geht doch nichts über frischen Duft von Brot. Okay, irgendwo habe ich hier gerade einen Fehler gemacht. Der war zu viel. Sieht jetzt auch spannend aus. Da habe ich das auch. Ey, wisst ihr was? Ich lasse das so. Ich finde das cool. Du. Und es wird schon wieder dunkel. Ups. Hör doch mal auf, im Boden rumzuwühlen. Der ist eh viel zu tief. Wir haben so schon kaum Erde. Müssen wir nicht kaputt machen. Ich sage, wir haben sowieso schon kaum Erde. Dabei haben wir letztens über 2000 Erde gefarmt. Was red ich denn da? So, letzte Reihe, dann haben wir's. Und dann kommt die Wand. Dann kommt die obere Wand. Und eigentlich hatte ich mir das ja so vorgestellt, dass dieses Haus mit dem da verbunden ist. Aber ach, was soll's, wir machen dann doch einfach zwei getrennte Häuser. Was soll's. Es wird ja noch mehr Häuser geben. Von daher passt das schon. Komfort Level 5. Es braucht mehr Licht. Ganz eindeutig braucht es mehr Licht. Vor allem halt hier so, dass man die Treppe nicht runterfällt. Aber vielleicht setzen wir das doch ein bisschen mehr hier hin. Dann sieht man die Treppe ein bisschen besser. Hier müssen wir noch ein bisschen für Licht sorgen. Beziehungsweise hier machen wir vielleicht auch noch ein paar Schränke hin, weil wir brauchen hier definitiv Regale. Ne, sonst klappt das alles nicht. Genau. Regale vor allen Dingen, weil wir müssen ja noch das Ding hier irgendwo unterbringen. Das heißt, ich brauche einen Schrank. Das Ding können wir auch noch irgendwo hinstellen. Wenn hier so. Da. Wunderschön. Stellen wir auch noch was drauf. Egal hier. Mal gucken, wie können wir denn ein gutes Regal bauen? Oder wir machen noch ein paar Links. So, der dann noch. Bett muss warten. Wir brauchen noch ein paar Regale, ein paar geschnitzte Regale. Hallöchen! Hallöchen! Ich brauche mal noch ein paar von denen. Ein Glück haben wir genug Nägel. Dankeschön! Damit machen wir am besten keinen Schrank. Beziehungsweise ich hier gehen noch irgendwie. Das Ding? Wir haben schon wieder Durst, okay. Komfort Level 21, wie habe ich denn das geschafft? Nur mit dem Ding da? Wow.